befreien oder nicht? Weil wenn er der Spinner genannt wird, wenn wir ihn befreien, dann könnte er uns natürlich verraten. Andererseits, wenn er da drin bleibt, hat er keine Chance, sich zu verteidigen, ne? Wird einfach zugematscht oder sowas. Boah. Ne, komm, wir holen den mal raus. Oder? Ne, wir vertrauen mal auf, vertrauen wir an Crate oder befreien wir ihn? Uhuhu. Nein, er bleibt drin. Also gut, dann sollte er lieber im Käfig bleiben. Was? Das wirst du mir büßen an Crate. Willst wohl den ganzen Ruhm allein einsacken? Lass mich sofort raus! Meide Schnee. Wenn du darauf läufst, weckt das Knirschen den Riesen auf. Ach, wir können ihn trotzdem noch befreien. Wo ist der Riese? Wir können ihn trotzdem noch befreien. Darf keinen Fall auf Schnee laufen, deswegen lassen wir die Truhen jetzt auch erstmal so, wie sie sind. Ach, das ist der Riese. Oh oh, kann ich auch speichern. Ja, und jetzt? Was soll ich denn jetzt machen hier? Wahrscheinlich nichts. Und da die Truhe nicht von Schnee umgeben ist, vermute ich mal, dass wir hier was drin finden. Schlüssel zu Vigis Käfig. Jetzt müssen wir ihn doch freilassen. Hä? Verstehe ich nicht. Wir haben doch gesagt, er bleibt erstmal drin. Jetzt müssen wir ihn doch freilassen. Komisch, ganz komisch. Aber naja. Danke, Bruder. Werde ich nicht vergessen. Oh. Verschwinden wir von hier. Ja, aber erst wenn er tot ist. Nein. Nein, 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 nein. So ein Vollpfosten. Ach du Scheiße. Mich ups am Kind, kannst du mal kratzen? Das sah echt den Arsch auf, Typ. Eieieiei. Oh weia, oh weia, oh weia. Au, au, au. Was jetzt? Dieser Vollpfosten. Ich wollte den gar nicht befreien. Nein, ich brauche Quen. Ich brauche ganz dringend. Und Geralt hat nicht ausgewichen. So, wow. Eieieiei. Ich kann Quen gerade nicht aktivieren. Jetzt wieder. Und das ist auch schon wieder weg. Alter Schwede. Komm, nochmal ein Quen hier. Ah, Mann. Nee, komm. Ich gehe jetzt mal direkt hier auf Feuer. Oh.
Uiuiuiuiui. Ich kann doch nichts machen. Aua. Obwohl, es tut gar nicht so sehr weh. Jawohl. Ha, ich wusste, dass wir ihn besiegen. Fünf. Vicky, du blöder Idiot. Fünf. Aber wo sind die anderen? Danke für deine Hilfe, Weißer Wolf. Geralt der Riesentöter. Ich sorge dafür, dass die Skalden davon singen. Geben wir ihm den Ruhm? Oder uns? Geralt der Riesentöter. Könnte ihm helfen? Bei der Wahl des Königs, oder? Komm, geben wir ihm den Ruhm. Irgendwo wird es schon irgendwann mal auftauchen, aber jetzt ist es, glaube ich, wichtig, dass er den Ruhm hat, damit er sich auch als König stellen kann und etwas auch in der Hand hat, womit er sich brüsten kann. Denke ich mir mal so. Hjalmar, der Riesentöter, klingt besser. Es war dein Unterfangen. Du hast dir den Ruhm verdient. Ich glaube, du hast recht. Ja. Verschwinden wir von hier. Ich will mich noch ein wenig umsehen. Gut, dann treffen wir uns am Strand, in der Nähe des Hafens. Okay, Strand, Nähe, Hafen, alles klar. Triff Yennefer, nee. Wir haben eben fünf Punkte gekriegt, ne? Was? Meisterlich gefertigtes Silberschwert. Wir sind überlastet. Tolle Wurst, echt. Was können wir denn loswerden? Boah, was haben wir denn alles für ein Gelumpe hier drin? Meine Fresse, das da. Das schmeiße ich weg. So, dann gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Achso, das ist... Liegt hier noch irgendwo der Riese? Was ist denn das meisterlich gefertigte Silberschwert? Bah. Ey, wie... Drei Stück? Warum das denn? Naja, wir gucken noch mal ein bisschen. Vielleicht finden wir hier noch ein oder andere, was wir gut gebrauchen können. Eine Kiste... Wasserflasche, naja. So, was haben... Oh, da ist ja der Riese. Aufnehmen. Guck mal einer an. 468 Kronen, nicht schlecht. Na gut, der hat ja auch große Hosentaschen, ne? Da passt ja viel rein. Skallige Gambeson passte noch rein. Sehr erstaunlich, was war das denn hier? Sonst sieht's recht überschaubar aus. Da ist noch was. Eingesackt. Und da gab's dann noch einen anderen Weg, ne, in der Höhle. Nehmen wir mal die Fackel raus und gucken mal. Dafür verbrate ich jetzt keine Katze. Obwohl... Kommt man gar nicht lang. Kommt man da nur von unten lang? Ich will da jetzt nochmal gucken. Hüpf. Kommt man da hier irgendwie weiter? Irgendwie nicht, ne? Mann, hol die Fackel raus. Irgendwie nicht. Nö, komisch. Warum? Sieht so aus, als würde die Hülle da weitergehen. Naja.
dann eben nicht. So, treffen wir uns jetzt am Hafen? Oder suchen wir erstmal irgendwie einen Händler auf, damit wir mal ein bisschen von dem ganzen Gelumpe loswerden, den wir noch hier haben? Erstmal raus. Es ist Abend, wie es aussieht. So, okay. Speichern natürlich. Das sind die Ruinen von Dorve. Ich weiß noch nicht mal, wo dieses Schiff war, dieses Wrack. Gibt's hier ein Boot? Hier gibt's ein Boot. Keine Lust, da schon wieder rauszuschippern. Das haben wir vor kurzem erst gemacht. Wir gucken nochmal nach Quests. Gehen dann irgendwie in die Richtung der Quest und suche beim Obelisken nach einem Diebeslager. Stufe 15. Machen wir die doch. Wenn wir aber noch auf der Insel hier sind. Da oben ist ja noch ein Punkt. Ein unentdeckter Schmiede. Hier ist aber alles verlassen, ne? Alles verlassen. Kein Wunder, ey. Wer will denn hier wohnen? Bei dem ganzen Geschreie hier. Achso, das ist die Quest. Ich wollte aber noch einen Wegpunkt da oben hinsetzen. Und zwar hier. Obwohl, wir können einmal kurz gucken, was hier noch ist. Das sieht auch noch interessant aus. Aber hier brennt überall Feuer, ne? Komischerweise. Also muss doch hier noch jemand irgendwie leben. Sieht aber ehrlich gesagt echt nicht so aus, als würde hier irgendjemand noch leben. Ein sehr dunkler Ort insgesamt. Diese ganze Insel ist ziemlich düster. Können wir da irgendwie rüberspringen? Das geht. Das wird gehen. Da hinten ist eine Kante zum Hochsteigen. Zack. Jawohl. Scheiße. Ich wusste es. Wo ist es denn? Das Velena Langschwert. Velena Langschwert. Ja, komm. Zack, wieder weg damit. Wir müssen echt erstmal vertickern. Das bringt sonst gar nichts hier. Natürlich. Harpien. Nein, Geralt. Wieso? Eieiei. Komm ich da dran? Das haben wir jetzt echt ein bisschen knapp am Abgrund da hinten. Boah, lästig. Nicht so lästig wie Ertrunkene, aber lästig. Hier noch mehr. Na. Was ist denn da unten? Guck mal, eine alte Brücke oder sowas.
Interessant. Wie kommt man da hin? Da unten ist ein Weg, oder ist das der da hinten? Boah, Alter. Sind wir schon wieder hier? Ah, bin ich vielleicht noch falsch gelaufen? Das kann natürlich sein. Laufe ich hier richtig? Ach, hier ist das alte Schiffswrack. Guck mal an. War das vielleicht dieser Spinner, der hier im Boot hockte? Das ist ja noch eine. Die haben respawned, wie es aussieht. Oder sitzt da wirklich noch jemand drin da hinten? Warte mal. Ich guck mal, ob wir da irgendwie reinkommen. Von wo denn? So, ist das mal Ruhe hier. Huch. Ich sehe hier gerade keinen Eingang, aber irgendwie muss man da ja reinkommen. Aber wie? Kann ich vielleicht doch hier irgendwie hochspringen? Ach, warte mal. Ah. Reden mit der Stimme. Der sitzt noch da. Da kennt er nix. Oh.